Kleine Hobbithäuser. Noch eine Info für euch. Eine kleine Information. Hallo mal wieder. Heute gehen wir wandern. Uns hat es wieder ins Sauerland verschlagen. Wir sind hier auf einem Rundwanderweg, der startet hier. Kurfürstlicher Tiergarten Arnsberg. Das sind 12 Kilometer. Begleitet uns. Viel Spaß. Da oben sieht man den Turm von dieser Kapelle. Die Kapelle, die haben wir von unten in der Altstadt. Da haben wir unser Hotel, wo wir für die 3 Tage jetzt hier sind. Da hat Claudia schon ein paar Fotos von gemacht, die blende ich gleich mal ein. Und da hat sie sofort gesagt, da will ich unbedingt hin. Geil, jetzt sind wir gleich da. Hoffentlich kommt man da auch rein. Wir schauen mal. Da hinter mir hat man es gerade gesehen, diese, wie nennt man das? Na, ihr wisst schon, da, von der Kirche, diese ganzen alten Denkmäler. Da gibt es ganz viele von. So, der fotografiert die, glaube ich, alle. Ich blende die mal ein. Wir haben es hier übrigens heute am 28. Dezember, ziemlich genau 0 Grad. Und es ist irgendwie doch warm, wenn man jetzt hier eine halbe Stunde schon gelaufen ist. Ich muss gucken, ob ich gleich meine Jacke noch ausziehe. Das leuchtet bestimmt nachts. Das ist die Sternschnuppe. Guck mal. Ja, da ist die Sternschnuppe. Aha. Da hängen so Lampen. Ich filme die jetzt mal. Und wenn wir in der Nacht dann diesen Stern dort von unten sehen, wie der leuchtet, dann wisst ihr, was das gewesen ist. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu dieser Kreuzkapelle. Dort hinten vor der Kirche war so ein kleines Schild und da stand wohl drauf im Gedenken an die Söhne, an die gefallenen Söhne der vergangenen Weltkriege, wurde dieser Kreuzweg hier wiederhergestellt, stand da. Ne? Und deswegen wahrscheinlich auch diese ganzen Gedenksteine hier mit den Gravuren. Was ist das dort? Feuerstelle? Eine riesen Feuerstelle. Ich vermute mal, dass die hier oben schön ihr Osterfeuer machen immer. Wir machen jetzt hier so einen kleinen Abstecher auf den Röhmberg. Und dort hinten war so ein Schild, das hat Claudia, glaube ich, gerade fotografiert, da stand Rüdenburg oder sowas. Ist vermutlich nochmal irgendwie so ein Highlight. Thank you.
Ja, das hier ist die Arnsberger Rüdenburg-Ruine. Das ist eine alte Burg mitten auf dem Berg. Ja, ihr müsst euch vorstellen, die Mauern, die waren natürlich früher wesentlich höher. Das muss schon eine richtige Maloche gewesen sein damals. Ich glaube ungefähr 1000 nach Christi. Ich glaube Kräne und so hatten die noch nicht. Ja gut, die alten Ägypter haben natürlich wesentlich bessere Meisterbauwerke errichtet. Aber trotz alledem, auch sowas hier ist schon imposant. Oh, jetzt erstmal einen schönen Kaffee. Ja, wir merken schon, dass es ein bisschen anfängt zu dämmern. Auf der Kamera sieht man das, glaube ich, nicht, weil die gleicht das ziemlich gut aus hier, die Kamera. Ja, wir waren jetzt hier bei der Ruine. Wir gehen jetzt wieder runter und dann kürzen wir einfach mal ab, weil wir müssen ja auch noch im Hotel einchecken. Wir haben zwar vom Hotel gepackt gehabt, uns angemeldet, aber dann sagten die, die brauchen noch ein paar Stunden, weil das Zimmer jetzt noch fertig gemacht werden muss. Ja, wir gehen jetzt hier einfach zurück zum Parkplatz. Wird diesmal eine kleine, knackige Tour. Und ja, morgen geht es dann weiter. So, da sind wir auch wieder am Ausgangspunkt angelangt. Wie gesagt, wir haben wegen, ja, es wird dunkel und Hotel einchecken und so, haben wir einfach mal abgekürzt. Wir gucken uns heute Abend nochmal an, was da noch alles auf uns zugekommen wäre. Wenn das interessant ist, führen wir die Tour morgen fort. Ansonsten gibt es morgen was anderes. So, da oben sind wir gestern lang gegangen, an dieser kleinen Feuerstelle vorbei. Und da hinten geht es dann zu der Burg. Und jetzt gehen wir hier lang. Hier kommen wir jetzt auf so eine Schutzhütte zu. Ist da eine Feuerstelle? Oh, guck mal, da ist sogar eine Feuerstelle. Wow. Oh, schöne große Schutzhütte. Eine Feuerstelle. Wenn man sowas hier sieht, ist das eine offizielle Feuerstelle? Ich glaube nicht, aber sieht so aus, ne? Die Bänke hier. Oder muss das extra ausgeschildert sein noch zusätzlich? So, ich höre ja immer wieder bei anderen YouTubern so offizielle Feuerstelle und so. Ja, weiß es einer? Muss da ein Schild sein, wo extra noch drauf steht, offizielle Feuerstelle? Oder kann man sich das dann einfach denken, wenn da Bänke drumherum sind, die auch wirklich, die hat ja nicht irgendeiner dahingestellt, die sind ja scheinbar vom Wanderverein hingestellt worden. So. Frage an euch. Beantwortet uns das gerne in den Kommentaren. Muss das schriftlich ausgeschildert sein, dass es eine offizielle öffentliche Feuerstelle ist? Ja oder nein? Ja, hier geht es jetzt weiter, so ein Schotterweg runter. Ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann einen richtigen Wald noch kommen. Was meinst du, Claudia? Ja. Jo, Claudia ist immer optimistisch. Hier so ein kleines Bächle.
erinnert mich gerade so ein bisschen an Österreich und Bayern, wo wir gewesen sind. Griesbach-Klamm. Ich verlinke euch das Video mal. Könnt ihr euch das nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. So, jetzt sind wir hier ein bisschen im Wald. Ja, gut, da ist noch die Hauptstraße. Die mussten wir übrigens gerade einmal überqueren. Ah, hier geht es jetzt hoch. Ah, jetzt so langsam nähert sich der Wald. Ein Riesenteil. Wow. Boah. Jo, weiter geht's. Ich habe das übrigens immer beim Wandern. Ich brauche immer irgendwie eine Stunde circa, bis ich irgendwie auf Touren komme. So, die erste Stunde, die ist immer so, oh, so mühselig. Aber dann nach einer Stunde, boah, könnte ich ja etwas länger marschieren, ne? Oft haben wir das auch, dass am Anfang der Tour bin ich so total so lustlos und Claudia voller Energie. Und zum Ende der Tour ist das genau umgekehrt. Da könnte ich jetzt einfach weiterlaufen. Ne? Habt ihr das auch? Dass ihr irgendwie eine gewisse Zeit braucht, euch zu akklimatisieren, euch aufzuwärmen. Die ist auch ungefähr 380 Jahre alt gewesen. Boah, diese riesige Buche hier, die ist, habe ich ja gerade schon gezeigt, die ist 2007 durch diesen Kyrill umgekippt. Heftig. Und das Holz von dieser Buche, was war das nochmal, Claudia? Wie lange? Das Holz? Ein Haus, 2 Jahre lang mit Wärme zu versorgen. Ja, das Holz von dieser Buche dort reicht wohl aus, um ein Einfamilienhaus 2 Jahre lang mit Wärme zu versorgen. Ja gut, mir wäre es natürlich lieber, wenn das Ding noch stehen würde. Wow, was ist das? Oh, cool. Die kleine Hobbithäuser. Boah, das ist ja geil. Da hinten so eine kleine Schutzdach. Und hier so kleine Hütten. Boah, wie geil ist das denn? Hallo? Cool. Geh mal raus da. Aber schläft man dann hier im Stehen? Kann sich doch da hinlegen. Theoretisch, aber was ist das denn? Ist das ein Kamin oder was soll das sein? Nein, das ist kein Kamin, das ist einfach so. Ah, so die Design. Damit, ah, für Licht bestimmt. Ach, wer weiß. Hier ist noch so eine Hütte. Boah, das ist ja richtig geil, ey. Also das muss man sagen, das haben die richtig schön hingekriegt hier, ne? Ostermontag 2016, Hagel, Sturm, Regen, Kälte. Süß. Ganz schön süß. Oh, coole kleine Schutzhütten. Und hier
einige Bänke. Gebänke? Also einige Bänke. Ob hier auch wieder so eine offizielle, inoffizielle, weiß ich nicht, Feuerstelle ist. So, die Claudia macht jetzt noch ein paar Fotos. Und ich schmeiß mal unser Esbit-Kochset. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Kaffee. Dann gibt es noch eine Info für euch. Eine kleine Information. Jetzt kommt übrigens die Info, die ich angekündigt habe. Wir haben Stand heute, 29. Dezember 2018, haben wir 501 Abonnenten. Yay! Geil! Ach ja. Ja, wir werden ja heute Abend noch nach Dortmund rüber. Wir sind ja gerade hier im Sauerland. Das sind so 50 oder was Kilometer. Da ist so ein riesiger Weihnachtlicher Mittelalter Weihnachtsmarkt, irgendwie so riesengroß. Da waren wir letzte Woche schon. Da schauen wir mal, ob wir da ein paar Kleinigkeiten. Na, komm in die Kamera. Ja, die Kamera filmen. Da schauen wir dann, ob wir ein paar Kleinigkeiten finden, die wir dann verlosen. Wir machen dann so ein, ja, kennt ihr ja, ne? So ein 500 Abonnenten-Special. Kommt dann irgendwie demnächst, bevor ich was Festes zu sage. Also in Kürze kommt dann so ein Abonnenten-Special. Ja, und hier auch schon mal vielen Dank an die ganzen Abonnenten. Danke. 500 ist richtig viel. Besten Dank. Oh, eine Flussüberquerung. Claudia, sei vorsichtig. Ich hab's. Nimm Anlauf. Okay, warte. Oh, sie hat's geschafft. Wisst ihr, was das Geilste ist? Wir haben hier noch keinen einzigen Menschen gesehen. Ich meine, wir haben nichts gegen Menschen, ne? Also auch diese Natur und Wandern. Ich freue mich ja, wenn andere Menschen das auch machen. Aber wie gesagt, es ist wirklich schön, wenn man alleine ist mal. Kann man das so richtig genießen. Ah. Ich bin übrigens jetzt akklimatisiert. Ich bin jetzt warm. Jetzt kann ich laufen. Jetzt habe ich den Moment erreicht, wo ich vorher schon von erzählte, wo ich theoretisch jetzt noch so, aber ich will jetzt nicht übertreiben. An Kilometern will ich das auch gar nicht messen. Aber jetzt habe ich den Punkt erreicht, meine Füße sind angenehm warm. Mir ist auch angenehm warm. Gerade hatten wir eine kurze Zeit. Ganz plötzlich kam richtig fieser Wind. Deswegen habe ich mir auch das Ding hier angezogen und Handschuhe klemmen wir noch an den Seitengürtel dran, so Kapuze. Ja, alles aufgesetzt, Handschuhe an, 5 Minuten gelaufen. Oh, es wird warm. Alles wieder aus. Aber gut, das ist wichtig, dass man solche Sachen dabei hat. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Ja gut, da kommt natürlich ein bisschen Gewicht dann immer, aber muss man immer abschätzen, ne? Ja, ja, Schlaumeier. Oder nicht, Claudia? Ja. Was hier? Ja, ja, Schlaumeier. Da hinten gibt es einen kleinen Wasserfall. Cool. So, das war's jetzt. Endgültig. Am zweiten Tag. Ja, die 12 Kilometer, die gingen doch relativ schnell. Ja gut, wir sind jetzt auf jeden Fall durch. Ich hoffe, euch hat das Video bzw. unsere kleine Wanderung gefallen. Falls ja, lasst uns einen Daumen da. Abonniert unseren Kanal und schaut euch weitere Videos von uns an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.